Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing hier bei Levi's Cardsurf 10. Heute packe ich ein PlayStation Vita Spiel aus, und zwar Lego Jurassic World. Ich würde es gerne richtig auspacken, also mit der Folie abreißen und so, aber ja, GameStop hatte nur dieses Exemplar noch da. Es ist als neu etikettiert und sieht auch neu aus, Freunde. Also, ja gut, bei dem Preis habe ich mir gedacht, okay, drückst mein Auge zu, denn normalerweise kostet das Spiel das Doppelte. Und ja, Jurassic World gibt es ja auch für andere Konsolen, für fast alle Konsolen, Freunde. Vier Jurassic Park Abenteuer, Jurassic Park habe ich schon gesagt, Jurassic Abenteuer, ein kolossales Videospiel. Erlebe eine unvergessliche Reise 65 Millionen Steine später. Erschaffe deine eigenen Dinosaurier-Kreationen, spiele deine Lieblingsmomente aus den Filmen nach, schlüpfe in die Rolle eines Dinosauriers und verwüste die Insel. Wow, das klingt ja spaßig, Freunde. Also man kann die die Jurassic Park Filme wohl nachspielen, so wie es hier aussieht. Hier sehen wir ein paar Bilder aus dem Spiel. Es gibt ja für verschiedene Filme Lego-Spiele und auch dieses Lego Dimensions mit verschiedenen Packs. Also ich würde da wirklich gerne zum Beispiel Ghostbusters als eigenständiges Retail-Version oder The Simpsons oder Back to the Future zum Beispiel. Ja? Die Spiele, die es halt in der Dimension gibt, so als richtiges Lego-Spiel gerne haben. Und da wird es auch für die Vita rauskommen. Naja, gut. Auf dem Cover sehen wir hier übrigens ein T-Rex, der die beiden hier jagt, die mit dem Motorrad versuchen zu flüchten. Ich habe den Film übrigens gesehen, der war richtig gut, muss ich zugeben. So, wir tun mal so, als ob eine Folie drum wäre. Und schauen mal rein. So, da haben wir den Kassenbon. Was ist das denn hier? Ein Fussel. Okay, da sehen wir die Spielekassette, Freunde. Jurassic World für die PS Vita. So, das kassen wir wieder rein. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Habt ihr das Spiel auch? Habt ihr schon gezockt? Wie findet ihr das? Könnt ihr mir gerne unter den Kommentaren schreiben. Das war das Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.